Oktober ist Gruselmonat und da ist es doch Zeit, sich mal wieder so richtig zu gruseln. Und wenn euch interessiert, welche Bücher mir Angst einjagen, dann bleibt unbedingt dran, dann sehen wir uns jetzt gleich im Video. Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Ich freue mich so, dass ihr wieder dabei seid. Und oh mein Gott, blenden mich die Softboxen heute. ja, ich habe bei Jennys Lesestoff und einigen anderen Booktubern mal wieder einen Tag gesehen und direkt geklaut, und zwar den Grusel-Tag. Und ja, wenn euch die Fragen irgendwie gefallen, erstens beantwortet sie mir gerne wieder in den Kommentaren, da freue ich mich immer sehr. Und ja, klaut euch den Tag ruhig. Ansonsten fange ich direkt mal an. Es gibt einige gruselige Fragen. Und Frage Nummer 1. Spiegelkabinett. Zeige ein Buch, das ein Thema in den Vordergrund stellt, vor dem du schon von klein auf Angst hast. Das Ding ist, von klein auf Angst ist so ein bisschen schwierig. Also ich bin jetzt nicht so der Mensch, der klassisch jetzt irgendwie vor Clowns Angst hat oder sowas. Ich grusel mich vor allem, ja, vor so toxischen Beziehungen, wo Gewalt im Spiel ist, also wo die Beziehung erst ganz toll losgeht und dann eskaliert eine Seite und dann auch dieser Psychoterror und sowas. Sowas mag ich gerne, vor dem grusel ich mich. Und natürlich, wenn es um Kinder geht, wenn es um Gewalt an Kinder geht, wenn Kinder verschwinden. Solche Sachen und solche Thriller lese ich auch wahnsinnig gerne. Genau, also so viel dazu. Angst kann man nicht direkt sagen, aber ich habe schon immer so einen Ekel vor irgendwelchen Krabbeltieren. Also sei es Käfer, sei es Kakerlaken, Maden. Neulich hatten wir auch mal irgendwie eine einzige kleine Minimade irgendwie an der Decke und ich hatte schon total Angst, dass wir wieder irgendwo Mehlmotten oder so haben. Das ist nämlich auch etwas super, super Widerliches. Ich habe die ganze Küche untersucht, völlig panisch. War natürlich nichts, war nur die eine, war vielleicht irgendeine Fliege oder so, keine Ahnung. Aber furchtbar. Und dann kam mir das mal wieder, wie ekelhaft ich das eigentlich finde und wie ekelhaft ich das schon immer fand. Und passend zu dieser Frage, ja, ist mir direkt von Edward Lee das Gewürm ins Auge gesprungen. Ich habe das auch erst vor einigen Monaten gelesen und hatte die ganze Zeit schon so Respekt vor diesem Buch, weil ich mir immer so gedacht habe, oh mein Gott, wenn es da um richtig viele ekelhafte Würmer geht. Es ist auch ziemlich ekelhaft, aber Edward Lee ist ein, ich sag mal, ein Gruselautor, ein Ekelautor, der das Ganze meistens ganz witzig schreibt. Und mir hat das echt ganz gut gefallen. Also hier geht es um mehrere Gruppen von Menschen, die sich auf einer Insel niederlassen, aus verschiedenen Anlässen. Die einen wollen was schmuggeln, die nächsten wollen Spaß haben, die anderen wollen was erforschen und so weiter und so fort. Und die treffen aber alle auf den Borstenwurm, glaube ich, war das, ne? Dieser, ja, Borstenwurm. Und der ist sehr selten und der ist sehr eklig und der kann ganz gut eskalieren. Ja, ein sehr, sehr witziges Buch. Dann zweitens, Hexe, zeige ein Buch, in dem ein Protagonist sich gegen falsche Behauptungen wehren muss oder die Position eines Außenseiters Sonderling hat. Auch solche Bücher lese ich ja wahnsinnig gerne. Mir ist auch auf Anhieb das Wunschspiel eingefallen. Das habe ich auch schon einige Male gelesen. Das ist allerdings schon wieder so viele Jahre her, das letzte Mal. Ich habe das irgendwie in meiner Schulzeit komischerweise wahnsinnig oft gelesen. Und deswegen, ich kann aber jetzt den Inhalt irgendwie gar nicht mehr wiedergeben. Das ist so eine Internatsgeschichte. Deswegen, ja, ist mir jetzt noch frisch im Gedächtnis. Dreams of Yesterday, da ist jetzt auch der zweite Teil schon eingezogen. Da muss ich unbedingt noch weiterlesen, weil ich gerne wissen möchte, wie es eben weitergeht. Und hier ist es eben so, dass der Protagonist Mitglied einer Gang sein soll. Die wollen ihn da rekrutieren, weil er halt groß ist und weil er stark ist. Aber da hat er überhaupt keinen Bock drauf und flüchtet dann eher immer so vor diesen Gangmitgliedern, die ständig hinter ihm her sind. Und da lernt er eben die Protagonistin kennen. Und dann nimmt die Geschichte so seinen Lauf. Ja, großartige Geschichte und ja, sie sind beide ganz, ganz besonders. Und ja, wie gesagt, ich bin gespannt, wie es ausgeht. Wobei bei so
Dilogien ist es ja oft so, dass dann der zweite Teil so eher so ein bisschen, na, dass dann schon der erste Teil besser ist. Ich denke auch, dass der zweite Teil jetzt wieder sehr vorhersehbar sein wird, aber es endete halt mit einem Cliffhanger und so ist es halt. Genau, das habe ich schon gelesen. Dann, drittens, Clown. Gibt es in deinem Regal ein Buch mit einem bunten, fröhlichen Cover, hinter dem sich eine traurige und düstere Geschichte verbirgt? Und da fallen mir spontan die ganzen Lux-Bücher ein. Also, ja, ich habe mit Sicherheit ganz viele traurige Geschichten in meinem Buchregal stehen. Auch welche, wo das Cover etwas anderes suggeriert. Aber ich finde halt vor allem bei Lux, gerade bei so Autoren Emma Scott und Brittany C. Sherry, die schreibt ja auch immer so wahnsinnig traurige Geschichten. Die nehmen zwar oft dann trotzdem irgendwie so ein glimpfliches oder gar gutes Ende, aber trotzdem, ne? Also die Geschichten, die sind teilweise so hart und ich denke mir immer nur, ja. Und also ich finde hier dieses, gerade hier, dieses glitzerige, beige Cover mit diesen Sternen und so, ne? Also ich finde, also macht jetzt auf mich nicht so einen traurigen Eindruck, wenn man nicht weiß, was sich so dahinter verbirgt. Ich finde, oder das eine von ihr, das ist auch so quietschrosa. Oder bei Brittany C. Sherry, gerade bei der Romance-Elements-Reihe, da sind auch einfach nur so nackte, gut gebaute Kerle drauf, so oberkörperfrei. Da denkt man nicht, dass das irgendwie eine traurige Geschichte ist. Und das sind so zwei Autorinnen, ja, wo dann sich da schon ein bisschen mehr verbirgt als einfach nur eine erotische Liebesgeschichte. So, da. Haunted House. Zeige ein Buch, in dem ein Spukhaus eine besondere Rolle spielt. Und ich habe das Buch noch nicht gelesen, werde es aber dennoch, denke ich, diese Woche noch beginnen, weil ich es eh im Rahmen der Rache des Subs lesen sollte. Und zwar von Darcy Coates, Der Fluch von Carrow House. Ich habe überhaupt vom Vesta Verlag noch einige Spukhausgeschichten. Ich gucke gerade mal. Das eine, das heißt einfach nur im Spukhaus von Jonathan Jans. Und jetzt ist auch noch eingezogen der Spuk in Beacon Hill oder irgendwie sowas. Geht es auch um einen Geist. Dann der Exorzist. Wobei der Exorzist, da geht es, glaube ich, da spielt das Haus nicht so die Rolle. Ne? Hier ist es auf jeden Fall so, dass dass Remy als Tourguide in Carrow House arbeitet. Und das Haus ist ein berüchtigtes Spukhaus und sie erzählt eben da die Geschehnisse. Und ja, eine Reisegruppe, die bucht eben für eine ganze Woche einen Aufenthalt und Remy hofft halt selber was zu erleben und ja, diese paranormalen Phänomene, die, ach, es eskaliert halt einfach. Ich kann es gerade nicht mit eigenen Worten wiedergeben, da hätte ich auch den Klappentext einfach vorlesen können, so ein Quatsch. Ja, ich freue mich auf jeden Fall sehr drauf, wobei es echt so richtige klassische Spukgeschichten haben es tatsächlich sehr, sehr schwer, mein Leser Herz höher schlagen zu lassen, aber ich hoffe einfach mal das Beste. Dann, Legenden und Mythen. Zeige ein Buch, das auf einer Legende oder einer angeblich wahren Begebenheit beruht. Ja, und da haben wir natürlich den Klassiker. Ich habe erst überlegt. Ich wollte euch halt nicht einfach, weil hier ist so mein Regal mit den wahren Geschichten. Und ich wollte euch nicht irgendwie eine Biografie in die Kamera halten. Und dann, check Evil's Ketchum. Ist angeblich wirklich so geschehen. Auf jeden Fall ist es definitiv sehr inspiriert und es ist sehr, sehr grausam. Auch ein Buch, das ich unbedingt mal wieder lesen muss, weil das ist schon so, so lange her. Und ja, hier geht es eben um eine ganze Familie oder eine ganze Gemeinschaft von Dorfkindern, die eben andere Kinder quälen. Und es ist so ein furchtbares Buch, aber grandios geschrieben und grandios erzählt und das hat mich wirklich nachhaltig beeindruckt und ich denke mir immer wieder, wenn ich das so sehe, muss ich mal wieder lesen, ist ein sehr, sehr starker Tobak, was ich nicht alles rereaden muss. Allerdings, wenn ich mir meinen Sub anschaue, wird mir echt schlecht, von der Menge her, nicht von den Geschichten her, die Geschichten. Ich glaube, dass da sehr, sehr gute Geschichten noch auf mich warten, sonst wäre es ja auch nicht mein Sub. Dann Irrenanstalt. Zeige ein Buch, das in einem solchen Setting spielt oder in dem eine psychische Krankheit thematisiert wird. Da ist mir spontan eingefallen
Sebastian Fitzek, der Insasse. Ich meine, hier ist ja das Coverprogramm. Das ist auch, das fasst sich auch so an. Ich habe so diese erste Auflage davon noch. Und die fasst sich auch wie eine Gummizelle an. Also das kann man auch knautschen, das Buch. Und ja, hier geht es halt total um eine Psychiatrie. Wobei Fitzek ja echt viele Geschichten geschrieben hat, wo das eben das Setting ist. Und Wolf Dorn fällt mir da dann auch noch ein. Also ich habe schon so einige Geschichten, wo das eben das Setting ist. Und das finde ich auch immer ganz gruselig. Und ein Setting, das ich wahnsinnig gerne mag, weil das halt dann, das spielt halt mit der Psyche. Man weiß nie, was ist real und was ist ein Hirngespinst, finde ich jetzt gerade immer bei Psychothrillern. Und das ist auch etwas, wovor ich immer wahnsinnige Angst hatte. Stellt euch vor, euer Umfeld behandelt euch, als wärt ihr irre und ihr seid gar nicht irre und landet dann in einer Irrenanstalt. Und ihr seid normal, aber keiner checkt's. Oder ihr denkt, ihr seid normal und seid trotzdem, es ist verrückt. Und das ist so ein Thema, das finde ich richtig gruselig. Genau, der Insasse. Fand ich übrigens ein sehr, sehr gutes Buch. Aber man muss immer dazu sagen, ich bin mir nicht sicher, ob bei Fitzek meine Meinung so viel Wert hat, weil ich bin ein Fitzek-Fangirl und ich verzeihe ihm dann auch mal so den einen oder anderen Fehltritt mehr, als ich da, also ich gestehe ihm mehr zu, als ich jetzt anderen Autoren zugestehen würde. Und das merke ich dann immer, wenn ich mir dann eher so negative Rezensionen von ihm ansehe. Das ist tatsächlich so. Aber grundsätzlich ist ja, über Geschmack lässt sich nicht streiten. Und das Wichtigste ist immer, dass uns das Lesen unterhält. Und Fitzek unterhält mich immer wahnsinnig. So, dann Nebel. Zeige ein Buch mit einer dichten Atmosphäre. Was ist eine dichte Atmosphäre? Da habe ich mir auch, ich finde, das ist so eine schwierige Frage. Und das ist auch immer etwas, was ich immer in Rezensionen lese und denke mir immer, dicht. Was ist dicht? Wahrscheinlich so ein sehr lebendiges Setting, wo viel passiert, wo ich mitten im Geschehen bin. Ist das mit dichter Atmosphäre gemeint? Ich kann das ganz schwer definieren. Aber wenn irgendwas eine dichte Atmosphäre hat, dann auf jeden Fall von Neil Schusterman vollendet. Ich habe es gerade erst beendet, gestern Abend. Und ich bin sehr, sehr froh, dass ich jetzt drüber sprechen kann. Denn, wow, das ist so ein Set. Das finde ich übrigens auch unglaublich gruselig. Und es ist ein Jugendbuch. Ich weiß aber nicht, ob ich das jeden Jugendlichen lesen lassen würde. Also wenn ich mir vorstelle, dass jetzt meine Tochter hier dieses Buch lesen würde. Ich weiß nicht, bin ich nur so semi-begeistert. Ich finde es nämlich ganz schön brutal. Hier geht es um Jugendliche, die ab einem Alter von 13, also in einem Alter zwischen 13 und 18, ab 18 funktioniert es nicht mehr, rückwirkend abgetrieben werden dürfen. Das heißt, die Eltern oder Vormunde entscheiden, ja, dich hätte es eigentlich nicht geben sollen, also tschüss. Das heißt, die dürfen umgewandelt werden. Das heißt, sie sterben aber vom Gesetz nicht, sondern sie leben weiter, nur in anderer Form. Umgewandelt heißt, sie sind quasi ein Ersatzteillager von Organen und Armen und Prothesen quasi. Ne? Also es wird halt alles verwendet und das ist halt wirklich furchtbar, furchtbar, furchtbar. Und wie es halt in so einer Politik so ist, das lässt sich natürlich nicht jeder Jugendliche gefallen und das kann nicht gut ausgehen. Und es sind natürlich Jugendliche dabei, die sich halt dagegen wehren. Ich meine, wer will rückwirkend abgetrieben werden? Mir fällt das ja schon schwer, das auszusprechen, ja? Also ich finde es echt wahnsinnig schwer. Und dann gibt es dann auch noch so andere grenzwertige Dinge in dem Buch, Thema Storchen. Ich glaube, ich sollte mal, wenn ich alle vier Bände gelesen habe, nochmal ein extra Video drüber machen, weil da gibt es so viel Redebedarf für mich. Ich muss das alles loswerden, glaube ich. Ja, auf jeden Fall, genau, fand ich das wahnsinnig gut und das ist richtig dicht auf jeden Fall, weil Schusterman, der hat so einen Erzähl- und Schreibstil, das hat er in Seif auch schon gemacht. Du hast so als Überschrift einen Protagonisten halt einfach. Du hast so deine, es gibt so die Hauptprotagonisten oder die Hauptcharaktere. Das sind drei, vier verschiedene und aus denen, das wechselt halt dann immer so, ne? Hier Risa oder Ria oder so, Connor und Lev. Das sind so die drei Charaktere, die sehr tragend sind. Und dann kommen immer im Laufe der Geschichte noch mehr Charakter dazu und manchmal auch so allgemein. Also da heißt es dann zum Beispiel Mutter oder Teenager oder
der Admiral. Also das sind so, das wird dann immer so mehr verallgemeinert und es kommen dann immer mehr Protagonisten dazu und die Geschichte wird immer komplexer, aber wahrscheinlich ist das dann auch mit dicht gemeint, ne? Und das schafft er hervorragend. Also da ist eine Atmosphäre dabei in diesen Büchern und ich liebe, 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 jetzt wollte ich schon sagen, die Reihe. Ich mochte den ersten Band und ich werde heute noch lange weiterlesen am zweiten Band. Das weiß ich jetzt schon, weil es gar zu gut ist. Ja, dann kommen wir zur nächsten Frage. Achtens, Gänsehaut. Zeige ein Buch, in dem der Grusel dir so viel Gänsehaut verursacht hat, dass du dich vor Angst nicht mehr auf Toilette getraut hast. Das hatte ich seit meiner Jugend nicht mehr, dass ich wirklich Angst hatte, auf die Toilette zu gehen. Und zwar war das, ich kann euch das ganz genau sagen, wenn wir hier schon über gruselige Dinge sprechen, und zwar als die Sendung Autopsie noch ganz neu war. Da war die ja noch ziemlich unzensiert, sage ich mal. Da hat man echt viel gesehen. Und ich habe noch zu Hause gewohnt, ich war noch nicht mal volljährig und habe immer gerne Autopsie geschaut, gemeinsam mit meiner Mutter. Und danach, das kam immer so zur Primetime, ich glaube 20.15 Uhr, 21.15 Uhr, danach musste halt trotzdem der Hund nochmal raus. Und ich bin auf dem Land groß geworden, also beziehungsweise in einem Dorf am Wald. Ihr könnt euch vorstellen, wie ich mir fast in die Hose machen wollte. Ne? Also wenn du Autopsie guckst und ich hatte nie so vor Horrorfilmen. Ja, man hat dann schon Angst, man gruselt sich auch schon so ein bisschen. Aber Autopsie macht immer noch ein Stück weit mehr mit einem oder hat ein Stück weit mehr mit einem gemacht, weil das einfach wahre Begebenheiten sind, die da geschildert werden. Das ist halt True Crime, ne? Und damals war da echt nicht viel zensiert. Also fand ich richtig heftig und so viel dazu. Genau, dann habe ich in meiner ersten Thriller-Zeit, habe ich mir ganz gerne mal fast ins Höschen gemacht. Das war dann tatsächlich damals bei Fitzek. So fing auch meine Liebe an, ist aber auch schon 12, 13 Jahre bestimmt schon her. Und zwar mit Der Seelenbrecher und Das Kind fand ich damals auch ganz schwierig. Seelenbrecher, das hat ja auch in dieser Psychiatrie, glaube ich, gespielt, ne? Und genau. Und dann hatten wir ja vorhin am Anfang des Videos schon das Thema, dass ich diese unterschwellige Gewalt und diesen Psychoterror, den finde ich auch immer recht gruselig. Und da halte ich euch jetzt einfach nochmal Saving Grace von B.A. Paris in die Kamera, weil es hier eben auch um eine Welt geht, wo die ist total perfekt nach außen hin, ne? Nach außen hin. Die Frau funktioniert, das Haus ist geputzt, sie sind die perfekten Gastgeber und dann, wenn die Tür zugeht, dann geht der Terror erst richtig los und keiner merkt's. Und das finde ich gruselig, ich finde es einfach gruselig. Ich habe mich zwar schon aufs Klo getraut, natürlich, aber, ne, also ihr wisst, ich denke, ihr habt ungefähr ein Bild davon, wovor es mich wirklich gruselt und ich glaube, darauf sollen ja auch die Fragen dann abzielen, ne? Gut, dann neuntens, bösartige Kreaturen, zeige ein Buch mit Kreaturen wie zum Beispiel Vampiren, Zombies, Werwölfe etc. pp. Ja, und da habe ich mir jetzt spontan von Brian Keene Der Satyr rausgesucht. Ist auch mal wieder ein fester Buch. Fester steht ja für gruselige Bücher auf jeden Fall. Oh, hier ist noch da hinten die Rechnung. Ja, genau. Und weil ich wollte jetzt hier den Klappentext durchlesen. Die Ehe des Schriftstellers Adam Senft kriselt. Ach, der sieht, glaube ich, dann irgendwie im Wald so eine unheimliche Kreatur, die auch etwas pervers ist. Ja, der Satyr halt. Oder Satyr. Ich weiß nicht, wie man es ausspricht. Ja, das waren meine Antworten zum Grusel-Tag. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Ja, es waren 9 Fragen und 9 Bücher habe ich euch gezeigt. Ich verlinke euch natürlich alle Bücher in der Infobox. Und jo, ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Zeigt es mir gerne mit einem Daumen nach oben. Lasst mir gerne ein Abo da. Freut mich natürlich immer sehr. Und wenn ihr wollt, dann sehen wir uns im nächsten Video wieder. Tschüss!